Hallihallo und weiter geht es mit Let's Play Gothic 1. Das letzte Mal haben wir mit Diego geredet, wie auch immer. Und dass wir ins alte Lager gehen und halt dann können wir noch mehr Fragen stellen. Und ja. Und wir haben letztes Mal aufgehört, diesen Scavenger zu töten. Und das werden wir dieses Mal machen, halt jetzt, halt ja. Du wirst mich nicht erwischen. Und Angriff. Ja. Erfahrung plus 40. Schön, schön. So, dann die nächsten zwei. Die zwei jungen Mollrats. Das werden wir locker schaffen, oder? Sicher. Ja, den ersten hätten wir schon mal. Jetzt sind die auch ein bisschen zu dumm. Und glaube ich auch die leichtesten Gegner im Spiel. Jungen Mollrat und noch das gute rohe Fleisch. Knüppel. Trank. Hey, ich nehme den Trank. Zack. Alter Schwede. Ja, zwei Waldbeeren. Ja. Können wir alles sehr gut gebrauchen. Dann Erzbrocken. Becher wieder. Hey, wieso springt der da? Hey. Oh, falsche Taste. So. Hab auf Springen drückt. Ja. So, da hinten sehe ich gleich den nächsten Gegner. Wieder ein junger Scavenger. Na, hoffen wir es. Ja, klar. Ja, ja. So weit, so gut. Bis hier, noch kein Leben verloren. Ja, dann speichern. Der Anfang. Das ist doch der Anfang. Der Anfang vom Ende. Ja, den Goblin. Deswegen habe ich gespeichert, genau. Der erste ist so ziemlich, ja, nicht so leichter Gegner. Ja, yeah, geschafft. Der hat nichts bei sich. Knüppel, nicht weg. Rutschen. Ja, dann weiter. Ja, genau, jetzt klettern wir wieder runter, wo wir das letzte Mal raufgeklettert sind. Und der Meister des Springen springt in den Abgrund. Oh yeah. Und rückwärts fallen lassen. Und weiter nach unten. Sprung. Yippidi-dai. Und auf die Brücke. Wahrscheinlich. Aber, ja. Über den Zaun. Yeah. Der Meister des Springen. Das sind einfach nur wir. Es gibt keinen anderen, der was besser ist. Jojo. Und Pfeil und eine Fackel. Ein Waldsperre. Und was sehe ich da? Ein anderes Schwert. Ein altes Schwert. Und schauen wir gleich, ob das besser ist. Hey, nicht die Waffe ziehen, Alter. Ja, ist um 2 Schaden mehr. Ja, das können wir gleich gegen den Scavenger ausprobieren. Nicht ausweichen. Nur ich darf ausweichen, siehst du? Oh, Baum. Ich renne gegen den Baum. Oh, Baum, Baum, ja. Hm. Cool. Der coole Baum. Im Sonnenschein. Einfach hammergeil. Ja. Knüppel. Pfeil. Pfeil. Und Pfeil. Ja. Ah, Skelett. Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht dir zwischen die Füße springen. Ja, der nächste Gegner. Junger Skelett. Ah. 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 So, noch immer so weit, so gut. Bis hierhin noch immer keine Lämpfe verloren. Ist ja gut. Und jetzt kommt der stärkste Gegner. Eine Fleischwanze und wir sterben. Ein Orkplatz und ne, sehr fies. Genau, das können wir alles sehr gut gebrauchen. Waldbeere und
zwei Scavenger auf eine Insel mit zwei Bäumen und zwei Leute. Okay, das ist jetzt die Frage, ob wir zuerst mit den zwei Leuten sprechen oder zwei Typen oder wie auch immer. Oder die zwei Scavenger kämpfen. Ich sag eher, bei der Kolonie tun wir erstmal speichern. Und kämpfen gegen die zwei Scavenger. Alliop auf den Stein drauf und Attacke. Das schaffen wir doch mit links. Auch wenn das nur mit beiden Händen halten. Ja, komm, steh. Ah, was wetten, dass ich hier keine Leben verliere? Ich werde keine Leben verlieren. Ich schwöre es. Wenn ich Leben verliere, esse ich meinen Hut. Welchen Hut? Nein, Kappe. Stirnband, keine Ahnung. Schuhe, genau. Aber das hat sich ja erledigt. Gut, dann wieder nach oben. Fail. Okay. Natürlich, wir können nicht im Wasser schwimmen, zumindest über Wasser schwimmen. Gut, hier vernichten die Skirmisher hinter ihm. Warte, da tun wir nochmal sprechen mit der die Kolonie. Oh, nein, nicht da. Nicht. Weg mit der Waffe, weg damit! Tun wir auch. Ich will nur gegen die Scavenger kämpfen. Du Wapsche. Scavenger, dort. Komm, dort. So, wenigstens haben wir bei einem die Erfahrung gekriegt. Rolls Fleisch und Rolls Fleisch. Da werden wir später noch hinterher schauen. Zuerst reden wir mit den zwei Typen. So, Raff, oder wie auch immer. Wenn du hier weitergehst, kommst du in unser Jagdgebiet. Was jagt ihr denn so? Das wollen wir doch alle wissen. Sie geben eine Menge Fleisch ab. Außerdem sind sie nicht so schwer zur Strecke zu bringen, wenn man weiß wie. So und wie. Frag meinen Freund Drax hier. Der weiß über solche Sachen besser Bescheid als ich. Ja. Jo. Was ist an diesem Gebiet so gefährlich? Genau. Du bist gerade angekommen, was? Sind wir? In der Kolonie gibt es unterschiedlich gefährliche Gebiete. Auf den Wegen zwischen den Lagern ist es einigermaßen sicher. Aber auch dort kannst du ein paar Wölfen begegnen, die dich als leichte Beute sehen werden. Und genau das bist du auch. Bis du geeignete Waffen und Rüstung hast. Ja, und wo kriege ich eine Rüstung her? So eine coole wie deine wäre nicht schlecht. Wo kriege ich bessere Ausrüstung her? Der nächste Ort ist das alte Lager. Du musst nur dem Weg folgen, den du gekommen bist. Da wollen wir auch hin. Aber bei uns, im neuen Lager, bekommst du die Sachen billiger, wenn du die richtigen Leute kennst. Wenn du ins alte Lager gehst, frag nach Mordrak. Er ist einer von uns. Er verkauft gute Ware für wenig Erz. Ja, erzähl mir mehr über die Gebiete der Kolonie. Erzähl mir mehr über die Gebiete der Kolonie. Wenn du zwischen den Lagern reist, solltest du eine Karte haben. So kannst du die Verbindungswege von den Sackgassen unterscheiden. Die Sackgassen führen dich oft in gefährliche Schluchten, in denen du Kreaturen begegnen wirst, denen du am Anfang besser aus dem Weg gehst. Meide alte Ruinen, die Gegend hier ist voll davon. Die meisten sind alte Befestigungen aus dem Ersten Orkkrieg oder verlassene Orkbehausungen. In diesen Ruinen treiben sich oft Orks herum oder Schlimmeres. Vor allem nachts würde ich diese Plätze meiden. Und wenn du noch einen letzten Tipp willst, geh nicht in den Wald. Ja, dann werden wir da halt nicht in den Wald gehen. So, wo kriege ich eine Karte her? Ja, dass wir mal ein Bild von der ganzen Kolonie bekommen. Wo kriege ich eine Karte her? Frag im alten Lager herum. Ich glaube, da gibt es einen Kartenzeichner. Vielleicht kannst du ihm ja eine seiner Karten klauen. Wenn du es schaffst, bring mir eine mit. Ja, also das sage ich gleich dazu. Ich werde auf jeden Fall auf Dieb machen. Ich werde jedenfalls viele Diebesachen lernen, so Diebstahl und so Zeug. Und deswegen sage ich jetzt, wenn ich rankomme, ohne zu bezahlen, bringe ich mit, so viel ich tragen kann. Wenn ich rankomme, ohne zu bezahlen, bringe ich mit, so viel ich tragen kann. Du gefällst mir. Du
solltest dir überlegen, zu uns ins neue Lager zu kommen. Wenn du mal da bist, frag nach Laris. Er kümmert sich um die Neuen. Er hat bestimmt was zu tun für dich. Ja, danke für deine Hilfe. Danke für die Hilfe. Glaub bloß nicht, dass hier alle so nett zu dir sind, Kleiner. Ist zwar nicht viel zu holen bei einem Neuen, aber einige hier würden dir sogar für eine alte Spitzhacke die Seele aus dem Leib prügeln. Werd's mir merken. Ja, dann hört ja der Ralfort, hat ja gesagt, wir sollen mit seinen kleinen Freunden reden. Das werden wir gleich machen. Zuerst werden wir die Waldbeere noch aufheben. Drax, was hast du zu berichten? Ihr jagt hier, richtig? Sieht so aus. Was willst du? Hast du ein paar Tipps für die Jagd? Ich könnte dir schon was beibringen, aber alles hat seinen Preis. Und der wäre? Für den Anfang reicht ein ordentlicher Schluck Bier. Danach sehen wir weiter. Ja, hier hast du dein Bier. Hier, nimm ein Bier und erzähl mir was übers Jagen. Genau, da wollen wir viel wissen. Sonst brüge ich dir das Bier wieder aus deinem Bauch. So nennen wir die großen Vögel. Greift man am besten einzeln an. Du kannst einzelne Scavenger leicht aus dem Rudel locken. Wenn du ihnen zu nahe kommst, reagieren sie gereizt. Nach einer Weile stürmen sie dann auf dich los. Du solltest zu diesem Zeitpunkt schon mit erhobener Waffe warten. Wenn du gut bist und ihn triffst, bevor er dich trifft, heißt es dranbleiben. Dann kannst du das Vieh besiegen, ohne einen Kratzer abzubekommen, wenn es dich zuerst trifft. Nun ja, pass einfach auf, dass es dich nicht zuerst trifft. Ja, dann wird es uns halt nicht zuerst treffen. Was kannst du mir über das Jagen beibringen? Was kannst du mir noch über die Jagd beibringen? Eine ganze Menge. Aber das wird dich mehr kosten als nur ein Bier. Wenn du weißt, ich habe aber genug Bier. Kannst du den Viechern Zähne, Haut oder Krallen abziehen? An die Sachen ist schwer ranzukommen, also sind sie wertvoll. Zumindest wird jeder Händler diese Dinge mit dir tauschen. Ja, Alter, 100 Erz, 50 Erz. Alter, du verlangst verdammt viel. Du verlangst verdammt viel für dein Wissen. Mag sein, aber du kannst eine Menge Erz damit verdienen. Alle Tiere, die du tötest, ohne zu wissen, wie man sie vernünftig ausschlachtet, werden einfach verwesen. Das ist eine verschwendete Gelegenheit, ihnen das Fell abzuziehen und teuer zu verkaufen. Wenn ich du wäre, würde ich mir dieses Wissen so schnell wie möglich aneignen. Ja, auf jeden Fall jetzt noch nicht. Dafür haben wir viel zu wenig Erz. Später sicher dann mal. Ja. Also, dann weiter zum alten Lager. Ja, wieder ein junger Scavenger. Der, Alter. Ja, Stufe gestiegen. Yeah, jetzt sind wir Stufe 1 und haben 10 Lernpunkte. Das heißt, wir können auch schon mal was lernen. Ja, dann heilen wir uns noch. Ja. Also, wie das Abenteuer weitergehen wird und was alles im alten Lager passieren wird und wie wir zum alten Lager kommen, seht ihr in der nächsten Folge bei Let's Play Gothic 1. Bis dahin, ciao!